Willkommen bei Nach- und Verhältern. Also, ich werde dir jetzt erklären, was eine Vier-Felder-Tafel ist, anhand von Beispielen und woran du auf jeden Fall denken solltest, wenn du eine Vier-Felder-Tafel machen musst. Dann zeige ich dir auch verschiedene Aufgabentypen, die im Prinzip in so einer Prüfung vorkommen können. So, fange ich erstmal an. Eine Vier-Felder-Tafel. Ich merke mir, das ist immer ganz einfach. Zieh dann irgendwie drei senkrechte und drei waagerechte Linien. Also 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Dann steht hier unten immer, wenn ich jetzt in Prozenten bin, hier unten kommt dann immer die 100%. Also unten rechts ist immer die 100%. Und hier stehen dann oben die Ereignisse. Man kann jetzt irgendwas einfach mal erfinden. Irgendwie mache ich mal F für Führerschein und mache ich mal so ein F. Bitte immer merken, wenn da F und da steht F', dann bedeutet das, hat keinen Führerschein. So, mein Blau, F und dann hast du hier F'. Man kann da auch hinschreiben K, F, wie ihr Bock habt, aber immer wenn da so ein Strich ist, bedeutet das keinen Führerschein. Und das könnte dann bedeuten, A besitzt ein Auto oder, kann ich mal wieder hinschreiben, A' besitzt kein Auto. Schreib das hier doch mal hin. Wenn du das nicht vergisst, also F könnte für Führerschein stehen. So, hat Führerschein und A steht dann für A, kann ich dann sagen, hat Auto. Hat ein Auto oder was auch immer. Ich kürze das mal ab, damit man den Kontext versteht. Also, ganz wichtig, man hat dann hier irgendwelche Ereignisse. Man kann da auch irgendwie was anderes und mit A, A', B, B'. So, dann, wie gesagt, die Zahlen sind jetzt einfach erfunden. Mir geht es einfach nur darum, dass man das Grundprinzip versteht. Bedeutet, dann könnte ich jetzt hier zum Beispiel eine 50%, ganz wichtig. Es gibt hier eine besondere Regel bei einer Vierfelder-Tafel und zwar das plus das muss immer das hier ergeben. Das gleiche gilt auch hier. Das plus das ergibt immer das hier und die zwei zusammen müssen dann 100% ergeben. Bedeutet, wenn ich hier schon 50, dann kann ich das direkt hier hinschreiben. Was hatte ich mir da noch für Zahlen ausgesucht? Und zwar, ja, ich schreibe erstmal die Zahlen auf. Dezimalzahlen kommt gleich. 30%, 20%. Dann habe ich hier auf der 10%. Dann hast du hier 40%. Hast du dann 60%. Hier hast du dann. So. Das Gute ist, die Aufgabentypen, die sehen dann immer ganz unterschiedlich aus, aber ich habe erstmal die Prozente genommen, damit man erstmal versteht, worum es hier geht. Also, wie gesagt, unten rechts muss immer die 100% stehen. Dann muss man halt immer eine Regel beherrschen, dass man weiß, dass die zwei zusammen immer diese Zahl ergeben muss und die zwei zusammen ergeben immer diese Zahl und hier nach unten genauso. So, in Prozenten steht das meistens nicht, sondern in Dezimalzahlen. Dann ist auch ganz wichtig, dass du schon mal weißt, dass allgemein 100% ist in einer Dezimalzahl 1,00. Das würde dann bedeuten, dass 50%, hier so ein Prozentzeichen, bedeutet dann, das hat dann hiermit was zu tun, das erkläre ich auch gerne den Schülern, aber oft lernt man das nicht so gut und dann steht man da. Also das bedeutet, bei einer Dezimalzahl ist man vor dem Komma ein, das ist immer der Hunderter. Das ist dann immer der Zehner, das ist dann immer der Einer. Wenn du das Prinzip verstehst, dann ist das im Prinzip schon die halbe Miete.
Also bitte merken, vor dem Komma ist dann immer der Hunderter. So, würde bedeuten bei 50%, die meisten wissen es, aber das wäre ja dann, ich habe keine Hunderter, also 0, Komma, ich habe bei 50, das sind die Zehner, 5 und 0. So. 50% steht dann für 0,5. Jetzt mach ich mal eine schwierige Aufgabe. Zum Beispiel, wenn ich sage 0,5%. 0,5%. So, jetzt lasse ich dir mal 3 Sekunden oder drück mal auf Pause und guck mal, ob du wüsstest, was das für eine Kommazahl ist. Und ja, warum habe ich die Aufgabe ausgesucht? Ich mache da schon mal mein Komma. Dann beginne ich mal. Also, habe ich 100er bei 0,5%? Nein, dann kommt eine 0. Habe ich 10er bei 0,5%? Nein, das sind auch keine 10er-Prozente. Habe ich 1er? Da steht 0,5. Ich habe auch keine 1er. Deswegen mache ich auch eine 0. Und dann, das wäre das dann. So, das ist auch besonders wichtig, dass man dann weiß, dass, wie man dann in Dezimalzahlen. So, deine Vierfeldertafel sieht dann meistens dann nicht so aus, sondern in Dezimalzahlen mache ich nochmal die gleiche Vierfeldertafel hier hin. Also 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, dann schreibe ich halt die Ereignisse oder worum geht es. Bei dem Beispiel geht es irgendwie um Führerschein und es geht einmal. Hat keinen Führerschein und hier geht es, besitzt ein Auto und besitzt kein Auto. Wie gesagt, du kannst auch KA machen, du musst nicht mit Strichen arbeiten, wie du Bock hast. Hauptsache, du weißt am Ende, worum es da geht. Dann, wie gesagt, 100% ist dann 1, die kann ich dann hier in Rot in die Ecke machen. Und jetzt mache ich einfach meine Vierfeldertafel, so wie das auch in den Aufgabenstellungen meistens gewünscht ist, in Dezimalzahlen. Dann solltest du das schon auswendig wissen. Also 30% sind dann 0,30, kann man den schreiben, oder 30. Warum? Keine Hunderter, das sind die Zehner, also 3. Dann haben wir 50% hier unten, mache ich 0,5. Dann habe ich hier unten auch nochmal 50%, 0,5. Dann habe ich hier 20%, 0,2. Hier sind das 10%, 0,1. Ich habe bewusst mal so eine einfache genommen. 40 mit 100 und dann im Prinzip mit geraden Zahlen. 60 und so. Dann prüfst du immer selber, wenn du die selber machen musstest, anhand eines Textes oder so, checkst du erstmal mal ab, ob das alles irgendwie Sinn ergibt. So, die zwei ergeben 1, haut hin. Das ergibt auch 1, haut hin. Das plus das ergibt das hier, stimmt. 0,2 plus 0,4 ergibt 0,6, stimmt auch alles. 0,3 plus 0,1 sind 0,4. Das ist dann das plus das ist 1 und nach unten gerechnet 0,3 plus 0, haut alles hin. Das heißt, die wäre hier richtig. Und auch in der Prüfung bitte, wenn du dann eine Vierfeldertafel irgendwie die Zahlen irgendwie von einem Baumdiagramm oder so in die Vierfeldertafel übertragen musst, achte bitte, ob das auch alles irgendwie unten rechts 1 ergibt oder die Zeilen Summe, beziehungsweise also hier die Spaltensumme, ob die hinhaut oder die Zeilensumme. So viel dazu. Das ist dann immer ganz schön, wenn du das in Dezimalzahlen hast, dann gibt es auch diese absoluten Werte. Absoluten Werte bedeutet, die geben dir dann so eine Vierfeldertafel im Prinzip mit ganzen Zahlen, also keine Prozente. Da gibt es auch so Probleme bei einigen Schülerinnen und Schülern. Das heißt, wenn ich jetzt im Prinzip sagen würde, mache ich hier die nochmal hier drunter, wieder eine Vierfeldertafel. Es geht wieder um dasselbe Beispiel. Und jetzt gut zuhören. Ist eigentlich ganz einfach. Wenn du es verstanden hast, ist super. Und dann wirst du auch jede Arbeit lösen können. So, es gibt wieder Führerschein, kein Führerschein, Auto, hat ein Auto, hat kein Auto. So, ich mache es jetzt ganz einfach. Ich rede von 100 Menschen. Dann kann ich die Zahlen direkt so übernehmen. Okay? Es gibt 100 Menschen, also hier habe ich dann die, alle zusammen sind 100, 100 Schüler, 100 keine Ahnung was. So, dann kann ich hier halt sagen, für 0,4, da haben auch die meisten Probleme. Wenn ich jetzt zum Beispiel, boah Erjan, was ist denn jetzt von 100 0,1 oder 10%? Das ist ganz easy, wenn ich diese Zahl jetzt in, weil es jetzt so einfach ist, wenn viele sagen, ach, weiß man, aber wenn das eine andere Zahl wären, dann müsstest du die Rechnung können. Bedeutet einfach, ich mache die Gesamtanzahl 100 mal 0,4.
Und das sind dann 40. So kommst du auf jede Lösung. Wenn du da selber keinen Plan hast und sagst, ja gut, das ist ja easy, aber du, ich habe da ganz andere Kommazahlen, die sind ein bisschen schwieriger, dann macht man das im Prinzip so. Das heißt, das sind dann 30, das sind dann 10, hier haben wir dann 40, hier müssen wir 60 Menschen haben, hier sind es, ne, 50 kommt hier hin, das hier kommt dann die 40 hin, kommt auch eine 50 und hier kommt eine 20. So, so viel erstmal dazu. Dann gibt es halt Aufgaben, die im Prinzip so eine Vierfelder-Tafel nicht vollständig zeigen, wo du den Rest selber bestimmen musst. Das habe ich ja gerade gesagt. Dann nehme ich wieder das gleiche Beispiel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, dann wieder A. A-Strich, F, F-Strich. So. Dann habe ich mir markiert, was habe ich denn da für Zahlen? Genau, dann sind zum Beispiel hier irgendwie, hier steht dann eine Zahl, 0,5. Dann, ja, dann brauchst du drei Zahlen, 0,5. Was habe ich da noch? 0,2, 0,1. So, soll bedeuten, wenn ich im Prinzip drei, bis auf, ich habe jetzt dreimal so unteilen oder nehmen, dann kriege ich den Rest nicht raus. Aber mit der hier könnte ich eigentlich arbeiten. Jetzt tun wir so, das alles kennen wir hier nicht. Nehme ich jetzt eine andere Farbe, nehme ich rot. Und ich habe in der Prüfung das hier und da steht da, vervollständigen Sie die Vierfelder-Tafel. Das ist geschenkt. Ist eigentlich easy, weil du musst dann bestimmte Sachen wissen. Du musst immer wissen, unten rechts ist die 100%, also 1 in der Dezimalzahl. Dann checkst du schon, ah, das und das muss immer das ergeben, also fehlt hier die 0,5. So gehst du im Prinzip vor, ja? Und dann musst du halt überlegen, 0,2 plus was ergibt 0,5? Also fehlt hier die 0,3. Und hier das gleiche Prinzip, ich habe hier 0,1, wie viel fehlt dann bis zu einer 0,5? Also fehlt noch 0,4. Und jetzt hat man ja gesagt, die Zahlensumme, das plus das, muss dann das ergeben. 0,3 plus 0,1 sind dann 0,4. Und 0,2 plus 0,4 sind 0,6. Und dann kannst du mal abchecken, ah, cool, ergibt 1, haut alles hin. So machst du im Prinzip deine Vierfelder-Tafel. Und ja, das solltest du eigentlich wissen. Das ist erstmal, wie gesagt, Teil 1 allgemein zu einer Vierfelder-Tafel. Und wenn man jetzt sagt, erkläre bitte, das ist auch wichtig, erklären Sie bitte, was bedeutet das hier? Dann ist das ganz easy. Du checkst dann ab. Also hier hast du F' und hier. Dann gehst du hier mit dem Zeigefinger nach da. Zack, ich bin bei A' und ich bin bei F'. F' heißt im Prinzip, hat keinen Führerschein und besitzt keinen Auto. Das heißt, im Kontext, 40% haben keinen Führerschein, keinen, ich kürze das mal ab, schreibe das jetzt nicht auf, keinen Führerschein und besitzen kein Auto, keinen und besitzen kein A. Wie man das lesen kann. Also, das ist halt wichtig. Wenn man sagt, das und das hier, bedeutet bitte diese und. Wenn du, sobald du und hörst, reden die dann sagen, ja, geben Sie die Wahrscheinlichkeit an für die Menschen, die keinen Führerschein und kein Auto haben. Und. Dann habe ich hier keinen Führerschein, zack, und kein Auto. So, jetzt kann man sagen, kein Führerschein und ein Auto ist zwar ein bisschen seltsam, aber kann auch mal der Fall sein. Wie gesagt, die Zahlen sind erfunden. Diese Zahl bedeutet jetzt zum Beispiel, hat keinen Führerschein, hat aber ein Auto. 10% dieser Teilnehmer haben irgendwie ein Auto, aber keinen Führerschein. Wichtig jetzt, diese 0,5 bedeuten jetzt, jetzt ganz gut zuhören, hier steht, da drüber steht F'. Insgesamt haben 50% einen Führerschein. Das hier zum Beispiel, diese 0,4, 40% bedeutet, es besitzen insgesamt, weil ich bin nur bei A, ich habe hier keinen Fs. Das heißt, diese, kann ich mal den hier nehmen, nehme ich eine andere Farbe jetzt, blau. Das bedeutet einfach,
40. 40. So, 40% besitzen ein Auto. Dann ist klar, von 100%, wenn 40 schon ein Auto haben, dann haben 60% kein Auto. So, ich hoffe, ich konnte dir das erstmal erklären in Video Teil 1. Jetzt kommt im Prinzip Teil 2, da gehe ich direkt auf Anwendungsaufgaben. Aber das im Prinzip muss erstmal sitzen. Ganz wichtig, wie gesagt, man muss die Sachen auch erklären. Wenn die sagen, ja, Auto und Führerschein, dann gehst du hier hin, zack, 30% Auto und Führerschein. Das hier heißt aber nicht Auto und Führer, das heißt einfach nur Führerschein. So, ich hoffe, du hast das verstanden und dann, ja, mach direkt Teil 2 und mach direkt eine Anwendungsaufgabe anhand eines Textes. Und hier wieder, was ich hier gemacht habe, ist auch besonders in Rot, dass man die Zahlen selber im Prinzip da eintragen kann.